du wirst dein Weg gehen, man braucht sich nicht zu viele Gedanken machen, den Kopf über die Zukunft zerbrechen. Wenn man weiß, was man will oder weiß, was einen interessiert, wofür man sich engagieren kann, dann wird man damit auch erfolgreich sein können und seinen Weg gehen. Dann das Thema Sprachen finde ich ganz wichtig. So aus der Schulzeit, was ich da gelernt habe und heute noch brauche, sind das vor allem Sprachen, alles andere eher weniger. Also da hätte ich gern noch mehr Zeit und Energie reingesteckt, noch mehr Sprachen zu lernen. Und im Nachhinein hätte ich gern noch mehr Zeit zum Reisen gehabt, weil mir Reisen sehr viel Spaß macht, weil Reisen immer wieder die Neugierde weckt. Man lernt immer wieder viele Sachen dazu. Ist für mich sehr wichtig, sehr großer Luxus. Da hätte ich noch mehr Zeit gern investiert. Auf meiner Visitenkarte steht mein Name, Wiegand von Sassen. Ich bin Diplom-Geograf und arbeite bei der Landeshauptstadt München im Kreisverwaltungsreferat und da im Bereich Mobilitätsmanagement. Und ich bin der Projektverantwortliche für die Initiative Radlhauptstadt München. Die coolsten Momente sind eigentlich die, das ist das Tolle, wenn man auf der kommunalen Ebene arbeitet, wenn man direkt mit den Bürgern sich austauscht. Man ist ja ganz nah dran eigentlich an den Bürgerinnen und Bürgern, an deren Interessen, Bedürfnissen und auf den Veranstaltungen und Aktionen, die wir machen, trifft man die natürlich. Man kriegt immer ein direktes Feedback, aber man sieht auch direkt die Ergebnisse von der eigenen Arbeit. Und das finde ich sehr motivierend und ist auch was Besonderes. Ja, ich würde schon sagen, viele Sachen brauchen in der Verwaltung relativ lange. Also es ist gerade für die Öffentlichkeitsarbeit häufig eine Herausforderung. Da muss man tagesaktuell sein, da muss man schnell Informationen weitergeben, wenn die Presse anruft oder Bürger was wissen wollen oder man was organisieren muss. Und da braucht die Verwaltung manchmal sehr lange, wenn man die üblichen Wege geht. Und dann ist zum Beispiel auch so, dass diese Arbeit, die ich mache, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich kenne keine vergleichbare Stelle in ganz Deutschland. Das ist ein einmaliger Job eigentlich. Und deswegen ist man, denke ich, auch politisch so ein bisschen unter Beobachtung, was da passiert. Weil es gibt natürlich im Verkehrsbereich unterschiedliche Interessen. Und ja, ich muss mich ja ganz stark für den Radverkehr einsetzen. Also ich arbeite ja bei der Landeshauptstadt München und die Stadt München ist ja eine wachsende, boomende Stadt. Das heißt, hier wohnen immer mehr Menschen, die wollen alle mobil sein und ich bin eben dafür da, die Münchner aufs Fahrrad zu bringen, die fürs Radfahren zu begeistern im Alltag, in der Stadt. Und dafür macht die Stadt seit 2010 eine große Kampagne mit verschiedenen Events und Aktivitäten und intensiver Öffentlichkeitsarbeit. Und ich koordiniere diese Arbeit. Ich bin quasi so das Bindeglied in der Verwaltung. Wir arbeiten da mit verschiedenen Agenturen zusammen, die Aktivitäten für uns umsetzen. Ich bin schon, würde ich sagen, 2/3 der Zeit im Büro, dann auch viel am Computer, am Telefon, in Besprechungen. Man muss sich halt sehr intensiv abstimmen, weil wir mit den 3 Agenturen als Auftragnehmer arbeiten. Gleichzeitig muss ich mir nach innen viel mit Kollegen in der Verwaltung abstimmen. Ich bin aber auch viel unterwegs, auf den Veranstaltungen, auf Terminen vor Ort, auch viel auf Fachveranstaltungen, Konferenzen, weil diese Initiative Radhauptstadt ist inzwischen in der Fahrradszene sehr bekannt. Gibt es viele andere Städte, die das sich anschauen wollen, die von München da ein bisschen was lernen wollen. Da wird man dann auch viel eingeladen und stellt seine Arbeit dann vor, tauscht sich aus. Also es ist sehr vielfältig und deswegen macht mir die Arbeit auch sehr viel Spaß. Also ich komme aus Bonn, bin da zur Schule gegangen und habe 2000 mein Abi gemacht. Dann ein Jahr Zivildienst, auch in Bonn, und habe dann angefangen zu studieren in Trier. Ich habe erst 3 Jahre Umweltwissenschaften studiert und dann gewechselt. Ich habe gemerkt, da fehlt mir so ein bisschen der starke Bezug zum Menschen. Ich habe dann zur Geografie gewechselt, da den Schwerpunkt Raumplanung gewählt und mich dann im Laufe des Studiums sehr so auf Verkehrsplanung, Stadt- und Verkehrsplanung konzentriert und da vor allem auf den Radverkehr. Und ein wichtiges Thema für mich war, oder ein wichtiges Ereignis war 2007, war in München die größte internationale Fahrradkonferenz, die Velocity. Und da war ich als Student mit der Studentengruppe und da habe ich zum Beispiel meinen heutigen Chef kennengelernt. Der hat gleichzeitig witzigerweise bei meinem Prof, wo ich Diplomarbeit geschrieben habe, selber promoviert. Insofern war ich mit dem in losem Kontakt und habe dann eben von dieser Stellenausschreibung hier in München so erfahren. Das war ein Jahr nach der Velocity 2008 und da habe ich mich beworben und dann im März 2009 hier angefangen zu arbeiten bei der Stadt, also direkt nach dem Studium.
Ist schwer zu sagen, ob ich mit meinem Werdegang woanders gelandet wäre, weil es diese Stelle nur einmal gibt. Deswegen bin ich hier gelandet. Also man muss kommunikationsstark sein, man muss viel Motivation und Engagement mitbringen. Gewisse Kreativität ist gut. Man muss das, was man macht, gerne machen, weil es ist ein sehr neuartiges Projekt. Da hat man auch mit Widerständen zu kämpfen, ganz klar.